Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Erfolgsvlogs. Und es ist kein Erfolgsvlog mehr, es ist jetzt ein Erfolgskanal, habe ich beschlossen. Lang ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich hoffe, ich bin nicht allzu sehr gealtert. Ich habe mal in unser Konto geschaut. 5 Monate, 6 Monate oder so ist es her. Und in der Zwischenzeit ist so viel passiert und es stehen auch wieder große Entscheidungen zum Thema Haus, zum Thema Vermögensplanung und so weiter an, dass ich euch da unbedingt einbinden wollte und habe mir gedacht, das kann ich der Kamera nicht entgehen lassen. Deshalb heute hier, es geht weiter, dieses Video sogar in 4K, das muss ich mir erstmal anschauen, ob sich dieser Mehraufwand an Daten überhaupt lohnt. Aber ich will euch einen kurzen Abriss geben, was ansteht in den nächsten Videos. Nummer 1. Unsere Heizung macht komische Geräusche, unsere Ölheizung, also vielleicht Umrüstung auf Wärmepumpe, Luftwasser, Wasserwasser, Solewasser, was auch immer. Also Thema Heizung. Dann gucken wir uns ein neues Elektroauto an. Aber keine Sorge, der Tesla kommt nicht weg. Aber vielleicht eine kleine Ergänzung zu unserem Tesla. Dann haben wir unsere Wohnung, in der wir gewohnt haben, ja eigentlich vermietet. Jetzt, genau ein Jahr später, ziehen die Mieter schon wieder aus und wir werden diese Wohnung jetzt verkaufen. Weil das mit dem Vermieten nicht so gut klappt, sehr anstrengend ist, viel Zeit kostet, man muss Streitereien schlichten zwischen den Mietern und den Nachbarn. Darauf haben wir keine Lust mehr, wir haben auch so genug zu tun. Das bringt das nächste Thema, nämlich erstens, in welchem Zustand ist die Wohnung? Morgen ist nämlich Wohnungsübergabe. Und zweitens, was macht man mit dem Erlös des Wohnungsverkaufs? Das bringt mich dann zum nächsten großen Thema des Kanals in Zukunft. In Deutschland ist es nicht so beliebt, über Geld zu reden und über Geldanlage zu reden, was man damit macht, wenn man Geld hat oder Geld möchte oder laufende Einnahmen hat und weniger verbraucht, als man einnimmt. Wie legt man Geld an? Da möchte ich euch teilhaben lassen an meinen Überlegungen, an meiner Vorarbeit, die ich jetzt schon so ein bisschen geleistet habe und wie ihr es kennt und liebt, natürlich alles ohne irgendwelche Werbung, irgendwelche Sponsoren irgendwie bezahlt zu werden. Das seht ihr an den derzeitigen Abonnenten auch deutlich, die noch immer unter 600 zum Zeitpunkt dieses Videos liegen. Also keine Sorge, ich lasse euch an meinen Erfahrungen und an meinem Halbwissen teilhaben. Ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber ich hoffe, dass wir da gemeinsam auf einen grünen Nenner kommen. Ich möchte also diesen Kanal thematisch erweitern in eine Art Geldkanal, also bestehend aus Haussanierung, wo es ja auch immer um viel Geld geht, Autos, Geldanlage, Urlaub, Leben und so weiter und so fort. Also es wird kunterbunt und das nächste Video wird sich entweder gleich um Geldanlage drehen, ETFs, spricht jeder drüber, oder um die Übergabe unserer alten Wohnung, in welchem Zustand sie ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt mehr oder weniger nur eine Ankündigung, aber ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr dürft also abonnieren, Glocke drücken, Daumen nach oben geben, auch gern kommentieren, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, was auch immer es sein mag. Ciao!